Hier ist die Petra von Stempel dich bunt und heute geht es noch einmal um das Technikbuch. Die Cover des Technikbuchs bzw. auch meine Techniken habe ich dir vor einer Weile schon im Blog gezeigt und da haben sich dann einige Zuschauer oder Leser des Blogs bei mir gemeldet und gefragt, ob ich nicht auch die Techniken einmal zeigen könnte, die wir in dieses Technikbuch aufgenommen haben. Und das mache ich jetzt hiermit gerne. Das heißt, ich gehe jetzt gleich das Buch einmal durch, sage kurz, wie die Techniken heißen. Zu der einen oder anderen, die werde ich dann auch ein bisschen erklären, aber jetzt eben nicht super umfangreich. Das wird einfach wahnsinnig lange werden. Auf dem Blog, da schreibe ich dir nochmal die Liste der Techniken, die wir gemacht haben. Ich werde jetzt nicht von jeder Technik ein Bild einstellen, aber dann kannst du, wenn du das vielleicht nicht genau verstehst, wie ich das im Video sage, dann kannst du nochmal auf den Blogartikel gucken oder im Blogartikel und siehst dann eben, wie die Technik heißt und kannst dann danach einmal googeln und dann findet man ja auch viele Beispiele dafür. Okay, fangen wir an. Die erste Technik, die hier im Buch ist, das ist die Blowing Bubbles Background Technik. Die habe ich gemacht und da habe ich auch schon ein separates Video zu gemacht, deswegen sage ich da jetzt gar nicht mehr zu. Das zweite ist die Faux Leather Technik. Da wird Papier mit Glycerin und Wasser benetzt, so dass das eben nass ist, dann wird das geknüttelt, wieder trocknen gelassen und dann hat das Papier, wenn man es ein paar Mal macht, so eine wildlederartige Struktur. Das ist eine ganz witzige Technik. Dabei sollte man auf jeden Fall Handschuhe anziehen, gerade die dunkleren Papiere, die färben ordentlich ab und den Arbeitsbereich mit einer Folie unterlegen, weil das Glycerin ansonsten so einen Schmierfilm hinterlässt. Dann kommen wir zu der Technik, das ist die Polish Stone Technik und zwar einmal auf normalem Farbkarton und einmal auf Fotopapier. Da hat man noch so einen kleinen Glanz. Und die Technik funktioniert so, dass man einen Wattepad mit Alkohol tränkt, da einige Tropfen Nachfüller drauf gibt und dann mit dem getränkten Wattepad und mit dem Alkohol eben auf das Papier tupft und so entsteht dann diese Struktur, die eben so ein bisschen ja wie so einen Stein- oder Marmorartigen Look dann ergibt. Das ist so ein, hat so eine gewisse Ähnlichkeit zur Baby Wipe Technik. Okay, dann haben wir das, die Bubblefolien oder Luftpolsterfolie, heißt sie auf Deutsch, Bubblefoil, keine Ahnung, Technik. Ja, ihr kennt ja bestimmt ne, diese Knackfolie, mir fällt jetzt wirklich, ich glaube Luftpolsterfolie ist das richtige Wort, ne? Mit den kleinen Bläschen, die man eben so knacken kann und da kann man mit einem Stempelkissen oder mit einem Marker eben auch Farbe auftragen und kann das dann abstempeln und dann hat man ja so eine tolle Struktur, die sich im Hintergrund einfach super macht. Dann haben wir einmal hier die Negativtechnik. Und zwar wird die so gemacht, dass man das Stempelmotiv zweimal abstempelt, einmal mit Farbe und einmal wird das embossed. Das sowas geht am besten immer mit dem Stamparatus, weil man das einfach dann auf beiden Kartons gleich positionieren kann. Und dann teilt man den Karton, hier ist das diagonal gemacht worden und setzt die beiden Teile aneinander. Und so hat man wieder ein Gesamtbild und hat eben eine Seite dann in weiß und eine Seite in der Farbe gestempelt. Hier ist es auch genau gegengleich gemacht worden. Der Effekt ist auch immer total schön. Dann kommen wir zur Retiform-Technik. Ja, das ist eine sehr aufwendige Technik, wie ich finde. Hier werden die Flächen nacheinander abgeklebt, also so, dass man eine Fläche erstmal offen lässt, sagen wir mal hier oben die, wo die Schildkröte drauf ist, dann klebt man eben den Rest des Papiers ab, färbt dann die Ränder ein mit einem Fingerschwämmchen und jetzt ist eben das noch bestempelt. Wenn man das fertig hat, dann klebt man die nächste Fläche ab, färbt da die Ränder ein und so hat man nach und nach, kann man das Papier eben mit den Flächen füllen und ja, hat eben diese tolle wie so Mosaiktechnik oder den Effekt. Dann haben wir als nächstes die Spiegeltechnik. Da werden die Stempelmotive gespiegelt. Das kann man zum Beispiel mit der Silikonmatte machen, indem man einmal auf die Silikonmatte stempelt und dann die Silikonmatte auf das Papier legt. Das kann man auch mit dem Stamparatus machen. Ja, und am Ende hat man dann eben, wie jetzt hier, die beiden Hühner, die miteinander tanzen.
Dann haben wir als nächstes die Acrylblock-Technik. Das ist, finde ich, auch eine ganz tolle Technik. Da wird ein Acrylblock, du kannst mit einem Marker oder mit einem Nachfüller ein bisschen Tinte auf den Block machen. Hier sind zwei Farben benutzt worden und dann wird der mit Wasser besprüht und dann dreht man den Block um und legt den auf ein Aquarellpapier. Das nimmt dann eben die Farbe so auf. Da muss man so ein bisschen üben, wie viel Wasser und wie viel Farbe man braucht. Und ja, ich finde, das sind aber wirklich dann immer ganz schöne Hintergründe. Dann kommen wir zur neunten Technik. Das ist die Maskiertechnik. Und dafür ist hier unten zum Beispiel eine Schablone genommen worden, die ist angelegt und dann immer oberhalb der Schablone ist so die Farbe weggewischt worden, dann wieder die Schablone anders angelegt, wieder die Farbe weggewischt und so entstehen diese Hügel. Und hier sind die Stempelmotive eben dann vor bzw. hintereinander gesetzt worden. Das ist ja auch eine sehr bekannte und oft benutzte Technik, die Maskiertechnik. Trotzdem, das sieht immer so einfach aus. Es ist relativ aufwendig, die Masken dafür eben immer zu schneiden. Und was wichtig ist beim Maskieren, dass man sich das merkt von der Reihenfolge. Man fängt immer vorne an und stempelt sich nach hinten durch sozusagen. Das heißt, hier ist zuerst der Leuchtturm gestempelt, dann abgeklebt worden und dann ist das Boot gestempelt worden. Und damit ist dann eben dieser Teil, der rechte Teil des Bootes, praktisch auf die Maske gestempelt, der linke auf das Papier. Und damit ist das Boot dann hinter dem Leuchtturm verschwunden. Dann ist die nächste Technik, ich komme jetzt hier in meiner Zählweise durcheinander, also wenn du mitzählst, dann kannst du dir für diese Technik die Nummer 10a notieren. Wir haben eigentlich alle zwei Techniken gemacht, aber die eine Teilnehmerin, die war so begeistert von der Technik, dass sie noch eine dritte gemacht hat und die hat dann die Zusatznummer A bekommen, damit du beim Zählen jetzt nicht durcheinander gerätst. Also 10a praktisch ist die Embossing Resist Technik, das ist auch eine sehr bekannte und sehr, sehr schöne Technik. Da wird ein Motiv entweder in klar oder in weiß embossed oder auch in einer anderen Farbe. Kann man natürlich, Embossing-Farbe ist komplett egal. Hier ist es in weiß embossed worden und dann wird es im Nachhinein eingefärbt und die weißen Linien, die bleiben ja dann eben weiß. Der Rest wird eingefärbt und so entstehen sehr schöne Effekte. Ah nein, ich sehe, ich habe mich in meiner Zählung tatsächlich gerade vertan. Also das ist Technik Nummer 10 und jetzt kommen wir zur Technik Nummer 10a. Das ist die zusätzliche Technik. Das ist die Bouquet-Technik. Also das war 10, jetzt ist 10a und gleich geht es dann auch ganz normal immer wieder ein weiter. Die ist eingeschoben. Ja, die Bouquet-Technik. An der habe ich mich selber schon versucht. Bei mir ist es nicht so gut gelungen, aber hier sieht es mal wieder total klasse aus. Der Hintergrund wird gewischt, irgendwie gestaltet und dann kannst du dir eine Kreisschablone nehmen und halt mit Löchern unterschiedlicher Größe und kannst dann hier diese Kreise mit weißer Farbe auftupfen, also mit dem Nachfüller zum Beispiel, ja, des weißen Stempelkissens und dann hat man eben diesen Bouquet-Effekt. So, dann kommen wir jetzt zur Baby-Wipe-Technik, die Technik Nummer 11. Und bei der Baby-Wipe-Technik, die funktioniert so, du nimmst dir ein Feuchttuch und faltest, also legst du so, dass du mehrere Lagen übereinander hast, so 4 bis 8 Lagen, je nachdem. Und dann tropfst du Nachfüller auf das Feuchttuch und kannst dann, und das nimmst du dann praktisch als Stempelkissen. Das heißt, da drückst du dann deinen Stempel drauf und stempelst das ab. Und so hast du dann die unterschiedlichen Farben auf einem Stempelmotiv, weil die sich auf dem Feuchttuch eben alle miteinander vermischen. Das ist also auch wirklich eine ganz, ganz tolle Technik. Und dann geht es weiter mit der Crayon-Resist-Technik. Das ist auch eine richtig tolle Technik. Und zwar ist hier Fotopapier genommen worden. Und dann kannst du als erstes die Motive aufstempeln mit der Memento-Tinte. Das muss dann auch gut trocknen, damit das wirklich fest ist. Also das kann man vielleicht über Nacht dann nochmal liegen lassen.
Und die hellen Akzente, die kannst du dann mit einem weißen Wachsmalstift auftragen. Und wenn du dann anschließend mit einem Fingerschwämmchen zum Beispiel diese Flächen einfärbst, dann bleiben die Teile, die eben mit dem Wachsmalstift bemalt wurden, die bleiben dann auch hell. Und ja, mit dem Fingerschwämmchen wird das ja auch alles natürlich nicht so filigran wie die Stempelmotive. Und das, finde ich, gibt dem Ganzen auch nochmal so einen richtig tollen Look. Dann die nächste Technik, das ist die Fadentechnik, die Technik Nummer 13. Ja, da wird der Faden mit Nachfüller getränkt. Also da kannst du entweder dir ein bisschen Nachfüller auf Handschuhe machen und den Faden da dann so drin rumdrehen, bis der getränkt ist. Oder du machst ein bisschen Nachfüller mit ein bisschen Wasser in ein Gläschen, Schnapsglas zum Beispiel, und legst dann da so einen Faden rein. Und dann kommt der Faden. Der soll nicht mehr ganz tropfnass sein, aber eben immer noch ja, nass, gut feucht, nass, aber nicht mehr so, dass er von alleine tropft. Dann legst du den Faden auf ein Papier. Hier wurde der halt so in dieser Spirale gelegt, auf den einen Farbkarton. Dann kommt ein zweiter Farbkarton obendrauf. Das heißt, du bekommst pro Vorgang auch am Ende zwei Ergebnisse, ein Positiv, ein Negativ. Dann kommt was Schweres drauf, ein Buch, irgendwas. Und wenn du den Faden dann rausziehst, dann entsteht dieser Verlauf. Ja. Und so kann man also auch ganz, es wird jedes Mal anders, so hat man jedes Mal wirklich unterschiedliche Ergebnisse. Dann die nächste Technik ist die Rasierschaumtechnik. Ja, das ist auch eine von den eher matschigeren Techniken. Da nimmst du eine Schüssel oder eine Auflaufform und füllst die mit Rasierschaum, machst einige Tropfen Nachfüller drauf und ziehst das Ganze mit so einem Schaschlikspieß zum Beispiel, ziehst du Formen in den Schaum, und wenn du dann den Farbkarton oben auflegst und wieder abnimmst, dann hast du die Farbe damit dann auch am Farbkarton. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Technik. Und dann ist die nächste Technik die Puzzle Piece Resist Technik. Dafür wird zuerst eine Karte gestaltet oder die Karte in verschiedenen Farben. Das geht auch gut mit dem Stamporatus, weil dann die Stempelmotive eben auch wieder an der gleichen Position sind. Und das wird embossed und dann hinterher eingefärbt mit Fingerschwämmchen oder der Schwammwalze oder was auch immer. Und wenn man dann Teile da ausstanzt und die eben anders wieder einfügt. Also jetzt war hier eben eine Karte blau, eine Karte grün und eine rosa, und dann ist das ja überall an der gleichen Stelle ausgestanzt oder auch an anderen. Das, ja, wenn es hinterher übereinstimmen soll, dann muss man es an der gleichen Stelle ausstanzen. Dann muss man das erste als Schablone für die anderen nehmen, muss das ausstanzen und dann eben anders wieder einsetzen. Und wenn man das gleich gestempelt hat, dann kommt das eben wieder so auch gleich übereinander. Und dann hat man den Effekt, dass man das gleiche Motiv auf unterschiedlichen Farben hat. Das ist auch immer eine sehr schöne Art. Dann ist das nächste die Gummibandtechnik. Das ist auch, finde ich, eine ganz, ganz tolle Technik. Da wird ein Gummiband um den Stempelblock gewickelt mehrfach und damit wird dann gestempelt, und das führt dann eben zu diesem Streifen und der Effekt ist einfach klasse. Dann ist das nächste die Schablonentechnik. Das ist hier für die Wolken benutzt worden. Die Wolken sind schabloniert. Ja, das ist eine Technik, die man wahrscheinlich oft schon benutzt, ohne sich dessen bewusst zu sein, dass das ganz offiziell eine Stempeltechnik ist. Auf jeden Fall finde ich das auch immer eine ganz, ganz tolle Art. Ich habe mir ja auch vorgenommen, mehr Schablonen zu benutzen, weil ich die einfach so vielseitig und so toll finde. Und dann haben wir hier die Kissing-Technik, und das ist auch eine ganz spannende Technik. Dafür brauchst du einen Stempel, der eine relativ große Fläche hat. Das ist hier die helle Farbe im Hintergrund. Und du brauchst einen zweiten Stempel, der wie hier jetzt eher so aus Linien besteht. Und dann funktioniert das Ganze so, dass du mit dem hellen Stempel nimmst du deine Tinte auf und nimmst dann wie jetzt hier den filigraneren, dunkleren Stempel, nimmst auch mit dem Tinte auf und stempelst dann den filigranen Stempel auf den anderen Stempel.
Und damit hast du dann diese zweite Farbschicht. Und wenn du dann deinen Hintergrundstempel abstempelst, dann hast du sowohl eben die helle Farbe als auch die dunkle Farbe. Das Lustige dabei ist aber, dass ja der Hund, wie jetzt hier vorne und hinten abgeschnitten ist, weil da einfach der andere Stempel schon zu Ende ist. Also das ist ein ganz witziger Effekt. Und ja, kann man tolle, so tolle Akzente mitsetzen. Dann kommen wir zur Whitewashing-Technik. Dafür wird das Grundmotiv embossed und dann wird der Hintergrund mit weißer Farbe erstmal angemalt. Dafür kann man auch den Nachfüller des weißen Stempelkissens nehmen. Das wird dann ein bisschen mit Wasser verdünnt und dann werden die Flächen damit etwas ausgemalt. Und das führt eben dazu, dass man hinterher noch gut die Farbe auftragen kann und dass die Farbe dann sehr leuchtend hervortritt, was ja auf dem dunklen Karton sonst nicht so wäre. Kann man also für tolle Farbkleckse auch auf dunklen Untergründen sorgen. Dann kommen wir zur Mosaiktechnik. Die finde ich auch super klasse. Der Effekt ist richtig toll. Die ist allerdings auch ein kleines bisschen aufwendig. Und zwar wird bei der Mosaiktechnik als allererstes das Motiv gestempelt und koloriert, also hier die Blume und die Blätter. Und dann kannst du dir aus Resten von den roten Gummistempeln, wenn da sind ja immer diese Formen drumherum, wo die halt so drin sitzen, die kann man ja kaputt schneiden und dann kann man viele kleine Stücke sich da machen. Und wenn du die alle so auf einen Acrylblock setzt, sodass hier dann noch Abstände zwischen sind, dann kannst du mit Versamark das eben einmal da drüber stempeln und dann entsprechend embossen. Hier ist es dann also mit klarem Embossingpulver embossed worden. Dadurch siehst du dann hinterher die Farben noch durch. Und dann gehst du da mit einem schwarzen Stempelkissen oder mit einer Walze oder einem Fingerschwämmchen einmal drüber und färbst den Rest schwarz ein. Und die embossten Flächen, die bleiben dann ja, die nehmen die Farbe nicht an. Das heißt, da kommt der weiße Farbkarton dann nochmal zum Vorschein. Und die angemalten Flächen, da hat man dann eben die Farbe. Man muss relativ schnell dann von dem Embossen das, die schwarze Farbe wieder auch mit einem Tuch abnehmen, damit das nicht doch haften bleibt. Und dann ist aber der Effekt natürlich großartig. Sieht total klasse aus. Finde ich eine ganz tolle Technik. Dann kommen wir zur Black-Eyes-Technik, so nennt die sich. Und zwar funktioniert die so. Als Grundlage nimmst du einen Metallic-Karton. Das gibt dann so Metallschild-Optik eben. Und dann kannst du als erstes die Streifen ziehen mit dem schwarzen Stempelkissen. Mit Stays-On. Und zwar legst du die Kante des Kissens an die Kante des Kartons und ziehst es mit leichtem Druck dann über das Papier. Das muss man so ein paar Mal üben, bis man den richtigen Druck raus hat und man muss sich dann bemühen, den Karton nicht mehr anzufassen, damit man keine Fingerabdrücke hinterlässt. Das ist hier von beiden Seiten gemacht worden und anschließend sind die Motive aufgestempelt worden, auch mit dem Stays-On-Kissen. Und wenn das Ganze gut getrocknet ist, dann kann man nochmal vorsichtig mit dem Versamark-Kissen das alles betupfen und kann das klar embossen, sodass das fixiert ist und dass man halt diese glänzende und diese Schicht hat, die man eben auch fühlen kann. Also doch eine eher aufwendige Technik. Die nächste ist auch eher aufwendig. Das ist die Sepia-Watercolor-Technik. Als erstes ist der Hintergrund gestaltet mit einem Watercolor-Look, also mit verdünnter Tinte und irgendeinem Pinsel eben eingefärbt. Dann ist das Ganze bestempelt, embossed. Einige Teile sind hier in Weiß embossed und die Flächen sind dann auch noch ausgefüllt worden
Und mit etwas Bleiche kann man dann die Farben an bestimmten Stellen wieder aufhellen, wie zum Beispiel hier in den Blütenblättern oder hier in den Flügeln der Libelle und hier in der Mitte auf dem Papier. Ich hoffe, du siehst, das sind auch so weiße Flecken und die sind eben auch durch die Bleiche. Allerdings musst du beim Umgang mit Bleiche ganz besonders vorsichtig sein. Am besten eine Schutzbrille tragen, Handschuhe tragen. Das ist ja nicht ganz ungefährlich und darf auf keinen Fall in die Augen gelangen. Dann die nächste Technik, die finde ich auch richtig klasse, ist die Alkoholblend-Technik. Dafür brauchst du besonderes Papier. Also man kann das auf dem Pergamentpapier zum Beispiel machen. Ich glaube, das hier ist Jupo-Papier. Das ist eine bestimmte Papierart. Und da kannst du zunächst mit den Stampin' Blends das Papier bemalen, einfärben. Und wenn du dann mit Alkohol das betupfst, dann bilden sich diese Flächen und der Effekt, der ist natürlich großartig. Man kann das auch mit dem Spritzer besprühen, dann wird das Ganze in der Struktur ein bisschen weicher. Das ist mit dem Pinsel hier gemacht und das steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste. Dann das nächste, das ist eine Mosaiktechnik, die nennt sich Herringbone-Technik. Und da wird das Designerpapier in Streifen geschnitten und dann eben immer passgenau angesetzt und so entsteht dann ja dieses Mosaikmuster. Das ist auch, ich finde das sehr aufwendig. Ich habe da immer großen Respekt für, wenn jemand so viel Geduld hat. Das Ergebnis ist natürlich total schön und insgesamt ist das auch ein bisschen so eine meditative Angelegenheit, finde ich. Die nächste Technik ist die Joseph's Code Technik. Das ist so ähnlich wie die Mosaiktechnik, die wir eben schon gesehen haben. Hier wird der Untergrund farbig gestaltet. Hier war das einmal in grün und in rosa ist das gewischt worden. Und dann werden Stempel mit klarem Embossingpulver darauf embossed. Und der komplette andere Karton wird dann eben eingefärbt. Und die Teile, die embossed sind, die nehmen die Farbe dann ja nicht an. Und so hat man dann diese bunten Farbübergänge und eben zwischendrin die dunkle Farbe. Das ist auch immer eine sehr schöne Technik. Dann kommen wir zur Paper-Piecing-Technik. Das ist auch eine sehr bekannte und beliebte Technik und ich verstehe auch warum. Ich finde die nämlich auch richtig toll. Besonders gut geeignet dafür sind größere Formen und welche, die man leicht ausschneiden kann, wie zum Beispiel diese Suppenschüssel. Und das funktioniert so, dass man das Motiv einmal hier auf den Karton stempelt, einmal auf das Designerpapier und wenn man das dann eben aus dem Designerpapier ausschneidet, dann kann man das hier aufkleben und dann hat man eben einen Teil des Motivs mit dem Designerpapier. Und ja, da ist der Effekt auch immer ganz, ganz toll. Dann haben wir die Technik, einen Prägefolder einzufärben. An die habe ich mich auch noch nicht rangetraut, weil ich irgendwie immer denke, dass das so ein totales Gematsche ist. Das Ergebnis ist aber natürlich super cool. Und zwar, ja, kannst du dir überlegen, welchen Teil des Prägefolders du einfärben möchtest, den Hintergrund oder den Vordergrund. Hier ist jetzt der Hintergrund eingefärbt, das heißt, da gehst du mit dem Stempelkissen vorsichtig auf den Prägefolder. Eingefärbt ist hier die Seite mit den Vertiefungen und dann darfst du halt nicht so fest drücken, dass die Farbe auch in den Vertiefungen sitzt, sondern eben nur auf der Oberfläche. Und wenn du dann das Papier prägst, dann nimmt das Papier die Farbe auf und eben die Form, die geprägt wird, die ist ja nicht eingefärbt, die bleibt dann weiß. Also ich finde, gerade mit dem Prägefolder und jetzt hier in der Ausführung ist das ein ganz, ganz toller Effekt. Dann das nächste ist die Graffiti-Technik. Dafür wird der Farbkarton zunächst gestaltet und bestempelt und anschließend mit einem Prägefolder geprägt. Das ist jetzt hier der Prägefolder Mauerwerk und das erhöht natürlich nochmal den Graffiti-Effekt, weil man die Mauer im Hintergrund hat. Ja, und im Endeffekt hat man halt diese bestempelte Karte, die dann eben noch die Prägestruktur hat. Finde ich auch sehr, sehr schön. Die möchte ich auf jeden Fall auch nochmal machen. Und dann kommen wir zur vorletzten Technik schon. Das ist die Aquarellstift-Technik. Dafür werden Aquarellbuntstifte genommen und mit einer Feile oder einem Skalpell werden da ganz kleine
Späne vorne abgemacht, die dann auf das Papier fallen. Und wenn man das Ganze dann besprüht oder mit einem feuchten oder eben sehr nassen Pinsel drüber geht, dann lösen sich diese Pigmente auf und dann kommt es zu diesen Farbflecken, die sich auf dem Papier bilden. Oder man kann das Ganze auch andersrum machen, erst das Papier nass und dann die Späne reinfallen lassen. Das ist wahrscheinlich günstiger und dann entsteht eben diese Struktur. Und die letzte Technik ist die Smooching-Technik. Dafür wird auf eine Folie, werden einige Tropfen vom Nachfüller gegeben und das Ganze wird dann mit Wasser besprüht, sodass man dann eben so eine feuchte Oberfläche hat. Und wenn man dann ein Papier, ein Aquarellpapier oder auch den Seidenglanzkarton kann man dafür nehmen, wenn man den dann auflegt auf diese feuchte Fläche, dann nimmt das ja das Wasser und die Farbe eben auf und dann hat man hinterher so eine Struktur mit unterschiedlichen Farbtönen. Ja, das waren also die Stempeltechniken, die wir uns ausgesucht haben. Und das ist dann eben einmal unser Technikbuch. Jetzt hast du hoffentlich viele Anregungen bekommen, viele Ideen. Wie gesagt, nach den Namen kannst du gerne nochmal auf dem Blog schauen. Da habe ich das nochmal aufgelistet. Und dann kannst du, wenn du Lust hast, dich eben auch durch diese Techniken probieren oder dir auch so ein Technikbuch gestalten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und freue mich sehr, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.